Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Wie wahrscheinlich schon jeder mitbekommen hat, gibt es ja mal wieder neue Sachen bei Black Ops 3. Und positiv daran finde ich natürlich, dass sich immer noch so viel um Black Ops 3 gekümmert wird und so. Und nicht so einstaubt wie die anderen Spiele. Aber an die Nicht-Packlacker, so wie ich unter uns, ist es doch eigentlich totaler Scheiß, weißt du? Jetzt hier groß angekündigt, neue Waffen, ist ja cool, gefällt mir, ne? Dass es nur immer wieder neue Sachen gibt. Oder auch diese limitierte Tarnung, die ist ja auch ziemlich geil, hier sieht man sie, übel nice. Aber man spielt sie stundenlang, hier sieht man nochmal, welche Waffen ich noch nicht habe, da war die neue. Man spielt sich stundenlang, wochenlang, Tag für Tag, dumm und dämlich, hier die DBSA, die will ich unbedingt haben, und zieht einfach nur Scheiße. Und da denke ich mir, jedes Mal, wenn neue Sachen rauskommen, so. Und ja, man spielt sich dumm und dämlich. Er spielt die Kryptos unter Krampf manchmal, weil manchmal sind die Lobbys echt für den Arsch. Und man zieht einfach nichts. Man zieht nur Scheiße oder Sachen doppelt, die man schon hat. Und ich finde, das ist bei anderen Call of Duties hier bei MWR und so besser gelöst, weil da kann man die nämlich auch mit der Zeit, das dauert zwar auch ewig lange, aber man könnte die auch ohne Geld selber spielen, die Waffen. Das hätten sie bei Black Ops 3 eigentlich auch so machen können. Oder halt Sachen, die du doppelt hast, nicht nochmal zu ziehen. Weil, ist doch blöd. Stell dir vor, man kauft sich jetzt hier für 50 Euro übelst viele Kryptopunkte und zieht alle Waffen, die man schon hat. Das ist doch unnütze Geld verbrennen, Alter. Wie Silvester. Einfach nur Geld verbrennen. Obwohl ich ein Fan von Silvester bin. Also das ist immer der Highlight im Jahr für mich. Aber darauf wollte ich ja jetzt auch nicht hinaus. Ja. Ich finde, Black Ops 3, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon gibt. Ein paar Jährchen bestimmt. Und die müssen doch jetzt echt schon Milliarden von Dollar angehäuft haben, die Leute. Und irgendwann muss ja auch mal genug sein. Ich meine, wie viel Geld wollen die denn noch haben? Es ist ja auch cool, dass die jetzt 8 Zombie-Karten rausgebracht haben. Für Xbox kommt es natürlich später, weil ich hab's noch nicht. Ist ja alles cool. Also, dass sie sich kümmern und so, ist alles geil. Aber die können doch mal was umsonst rausbringen. Diese eine 500.000 Kopftreffer, nicht waren glaube ich sogar mehr, Kopftreffer-Tarnung ist ja ganz geil, dass man die umsonst kriegt und so. Also was könnten die doch mal ruhig öfter machen, auch mal für eine Waffe oder so, nicht für diese. Ja, war ja schon mal, aber Boxhandschuhe, naja, ich weiß ja nicht, wer die braucht, ne. Ja, das ist so meine Meinung darüber, weil ich, weiß ich nicht. Das ist, also quasi wird man gezwungen dazu, manchmal Geld auszugeben, um neue Waffen zu haben. Und die, die halt immer Arschglück haben und so einen Kack auch aus 10er-Kisten ziehen und so, die dominieren natürlich im Spiel meistens, weil die Waffen auch öfter ziemlich stark sind. Und das finde ich ist auch ein unfairer Vorteil, wie so ein Scuff-Controller. Aber ich spiele ja nicht mit Scuff, ne? Deswegen ja auch mein Name. Naja, das wollte ich euch mal so mitteilen. Ihr könnt mir ja so auch mal eure Meinung mitteilen, was ihr davon haltet. Natürlich, wenn ich jetzt Waffen ziehe und so, dann freue ich mich natürlich darüber, aber das wird eher nicht der Fall sein. Ich geier ja schon ewig auf diese DBSA oder so, diese Sniper und die Peacekeeper. Kriege ich einfach nicht. Ich habe letztens den, dieses Schwert hier, ich weiß gar nicht, wie es heißt, gezogen, was ich aber schon hatte, doppelt. Deswegen meine ich, man sollte das abschaffen, dass man doppelte Sachen ziehen kann und so, finde ich. Im Hintergrund ist ein Waffenspiel-Gameplay, 2009 habe ich gewonnen. Finde ich ganz cool. Ist ja da an der Stelle auch schon vorbei. Und naja, ihr könnt mir ja, wie gesagt, eure Meinung mitteilen, was ihr davon haltet. Ob man nicht auch mal mehr Sachen kostenlos rausbringen sollte. Und weil Geld ohne Ende, Geld wie Heu haben die ja schon. Und ob das Ganze nicht echt eine Geldverbrennerei ist und Abzocke sogar. Naja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich werde das Video an der Stelle jetzt beenden, Leute. Lasst es euch gut gehen, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir hören und sehen uns in den nächsten Videos, Leute. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.